9 Stuttgarter Seniorinnen treffen sich regelmäßig für einen guten Zweck. Sie stricken und verkaufen ihre Kreationen auf Weihnachtsmärkten. Der Erlös kommt krebskranken Kindern und deren Familien zugute. Die Kosten für Wolle, Stoffe und Stricknadeln tragen die Damen selbst. Sie haben ein gutes Gespür für Kundenwünsche entwickelt. Das ist ihr Erfolgsrezept. Man strickt natürlich auch manchmal Sachen, die einem selber nicht gefallen. Aber die Farbe ist gerade modern und dann macht man es halt, ja. Aber ich bin schon VfB und deswegen machen ich nur VfB mit zu machen. Oder Kickers drauf. Das wird lustig. Blau-Weiß, aber das Kickerszeichen kannst du nicht sticken. Das ist ganz schwierig. Ihre Verkaufsbilanz kann sich sehen lassen. In 25 Jahren haben sie einen beachtlichen, 6-stelligen Betrag in Euro eingenommen. 134.900. Tja, ja, muss man viel stricken. Jeden Cent spenden die ausdauernden Strickprofis dem Förderkreis für krebskranke Kinder. Seit 2012 bietet das Blaue Haus einen Platz für Eltern und Kinder während der Behandlungszeit im Krankenhaus. Das Motto: Lebensfreude und Optimismus versprühen, trotz der schweren Diagnose. Professor Dr. Stefan Nägele und Cornelia Völklein leiten die Einrichtung und sind von der Unterstützung der Seniorinnen beeindruckt. Die Damen engagieren sich seit 25 Jahren für unseren Verein, für diese Familien. Und das ist ja schon eine Ehrung wert, wenn man so lange strickt und Geld für diesen Verein beisteuert. Aber das Tolle bei den Frauen ist, sie engagieren sich auch für sich selbst. Sie sind füreinander da, sie sind zu einer Familie zusammengewachsen, fremde Frauen, die sich zweimal die Woche treffen. Und dass das alles am Ende unserem Verein zugute kommt, das ist wirklich grandios.